Willkommen nochmal bei What's the Car und ich möchte heute noch einmal in die Sneaky-Episode gehen, weil hier gibt es ja scheinbar ein Areal namens Best of Sneaky Saska, wo ich noch nicht drin war. Ja, da gibt es halt auch noch eigene Level dafür. Das konnte ich ja nicht kommen sehen. Irgendwas an diesem Teich ist komisch. Ja, vielleicht geh doch mal da rein. Nee, da ist auch nichts. Na gut, wir gucken uns die Strecken an. Hey, Autokumpel. Ich habe all diese Level gefunden, die von Spielern erstellt wurden. Ich hatte ja keine Ahnung, dass man auf so viele unterschiedliche Arten schleichen kann. Einige Spieler machen es einem gern richtig schwer. Dieses nächste Level habe ich aber eigenhändig gebaut. Sieh es als kleines Aufwärmtraining an, bevor es richtig losgeht. Also ein DLC zum DLC, oder wie habe ich das zu sehen? Naja, wir gucken uns das natürlich auch mal wieder an. Weil scheinbar haben wir ja noch nicht alle Karten und Goldkronen im gesamten Spiel hier bekommen. Obwohl, und das ist eben ein bisschen kurios, eigentlich das Achievement, dass wir diese Episode durchhaben, das war halt schon drin. Warum das dann aber nicht besser abgetrennt wurde, kann ich euch leider nicht sagen. Wir holen uns aber nun erst einmal die Karte. Aber schleichen mussten wir hier eigentlich nicht. Die Goldkrone wollen wir uns natürlich auch holen. Und dafür werden wir einfach mal schauen, dass wir hier auch sehr schnell sind und eben kleinere Sprünge machen, womöglich. Vielleicht auch ein bisschen gerade fahren. Mal sehen. Leichtes Tempo mitgenommen durch den Schwungbären hier. Und dann geht es genauso weiter. Ja, mit dem Tempo kommen wir gut durch, glaube ich. Okay, das heißt also, es ist ein Areal ganz allein nur für diese User-Level. Bewerte dieses Update. Nö, ehrlich gesagt bin ich einfach kein Fan von den ganzen Spiele-Leveln, aber mal sehen. Ja? Aber ich glaube, da kommen wir auch so ganz gut hin, oder? Einfach mal ein bisschen geradeaus gehen, dann kommt man da schnell durch. War jetzt keine große Welt. Ja, bisher sind die gar nicht so verwirrt, glaube ich. Außer der vielleicht. Ach so, da hätte ich auch durchrennen können. Ja, das ist blöd gelaufen. Aber mal sehen, vielleicht kommen wir auch so schon durch. Sogar die Goldkrone hat geklappt. Ja, wunderbar. Wir hätten noch einen Ticken schneller sein können, aber schön. Ich sehe hier schon so ein kurioses Ding, deswegen würde ich gerne diesen leicht, ja, geheim würde ich es gar nicht mal nennen, aber diesen leicht versteckten Weg gehen. Ich glaube aber, es bringt uns gar nicht so viel. Schade. So. Ach je, was habe ich denn da angerichtet?
Ja, das gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber hey, scheinbar fanden die ja das mit dem Update so toll, dass sie das irgendwie integrieren wollten. Naja. Absolutes Glück und ich hasse diese Strecke, weil dieser Abkürzungssprung ist mir gerade zum allerersten Mal aus purem Zufall nur gelungen. Und man kann hier übrigens zwar auch ein anderes Level spielen, aber die Krone, die zählt nur für das Level, was ihr gerade gesehen habt. Ich hatte nämlich zwischendurch hier gar keine Lust mehr, aber ja, ich habe mich durchgerackert. Sasquatch with fast car. Mal sehen, ob das hier schon des Rätsels Lösung ist. Wir müssen ja scheinbar wieder ganz normal zu der Ziellinie hin. Aber da war ein Ranger und... Nee, die Goldkrone, die müssen wir auf einem anderen Wege bekommen. Das war sehr schnell und reicht auch schon für Gold. Wunderbar, weiter geht es. Ich glaube, das war mein dritter Versuch und damit bin ich sehr zufrieden. Ja. Die Frage ist halt, wie wir da rüberkommen. Also ich würde bei White Danger irgendwie auch denken, ja... Wir sollen irgendwie über die halbe Strecke springen, aber scheinbar ist das gar nicht der Fall, sondern einfach eine Horde von Rangern generell. Obwohl, ja doch, man muss da auch schon weiter rüberspringen. Für Gold reicht das aber natürlich noch nicht. Na, das sah doch wunderbar aus, oder? Also ich bin begeistert und damit, denke ich, haben wir auch hier diesen Abschnitt jetzt fast vollständig durchgeführt. Ja, aber eben nur fast. So viel zum komischen Teich. Ja, die Frage wäre halt auch hier mal wieder, wo ist denn hier überhaupt diese Ziellinie? Da hinten. Legt euch den Weg ein und dann gibt es auch schon ganz schnell die Goldkrone und deswegen sind wir auch zumindest in dieser Woche auf Platz 1
generell auf Platz 6. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Ein schöner Abschluss für diesen Bereich. Wie ich finde, weiterhin nicht gerade ein besonders toller, aber naja. Wow, das ist aber ein seltsamer Fisch. Auf jeden Fall. Haben wir denn damit jetzt hier alles? Jawohl, das hat alles geklappt. Aber wir haben eben noch ein paar kuriose kleine Bereiche, die wir erst einmal finden müssen. Und wenn wir jetzt hier auch schon so durch die Scheibe rausgeschmissen werden, können wir auch gerne mal in die Herausforderung Gib Glas reinschauen. Wer aus Glas ist, hat gute Chancen, sein Dasein zu reflektieren. Das mag sein. Wir zerbrechen hier einfach alles. Das heißt, wir können auch zerbrechen. Dann sollten wir vermutlich aufpassen, wie wir hier fahren. Aber mal sehen, was das hier alles mit sich bringt. Erst einmal fahren wir ganz charmant und versuchen nirgends groß anzuecken. Ja, wir können hier wirklich nicht einfach so fahren wie sonst. Wir müssen ein bisschen behutsamer sein. Na gut. Da ist die Karte da hinten. Wie kommen wir aber da runter? Oh, nicht so. Nirgendwo gegenbrettern, wenn möglich. Das wäre sehr wichtig. Ah, und wir können da vermutlich einfach da runterfahren, oder? Ja, so kommen wir an die Karte. Sehr schön. Das spart auch Zeit. Und wir versuchen nun noch zur Ziellinie zu kommen. Schon nicht übel, aber für eine Bestzeit brauchen wir noch einen Ticken mehr Glück. Mit so einem gewagten Sprung und ein Quäntchen Glück kriegt man also auch hier die Goldkrone. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Das hat ja auch wunderbar geklappt und nun gehen wir in ein spielererstelltes Level von Gugu Gaga. Das klingt nicht gut. Wer crasht mich denn bitte hier? Da sind ja nette UFOs, die helfen mir doch eher bestimmt. Aber naja, schauen wir uns das mal wieder genauer an und dann wird das hoffentlich was. Man darf ja nicht in zu viele der Hindernisse hier einfach reinbrettern. Dann geht nämlich das arme kleine Car-Auto doch irgendwann kaputt. Selbst wenn es nur so kleine harmlose Hügelchen oder eben auch Hütchen sind. Das lief aber sehr gut. Einfach vorsichtig drumherum und schon gibt es die Goldkrone. So, dann machen wir hier weiter und scheinbar wechselt sich das auch immer wieder ab.
Jetzt wird auch noch Queen in diese ganze Sache reingezogen. Also so langsam ist das ja doch schon Blasphemie. Oh weh, da war ich ein bisschen unvorsichtig. Aber ich glaube, das Grundprinzip war schon gar nicht schlecht. Wenn wir jedenfalls die Karte haben wollen, dann jetzt ordentlich aufpassen. Ja, so viel dazu. Vielleicht kann ich ja doch hier auch mal die Karte sowie die Goldkrone auf einem einzigen Platz bekommen. Ja, immerhin. Die Karte, die sollte ich wohl bekommen haben. Und jetzt schlitter ich lieber ganz sachte hinein. Dann gucken wir mal, ob es hierfür reicht. Die Goldkrone ist da, die Karte auch und ich bin glücklich. Nochmal Gugu Gaga. Da bin ich ja mal gespannt. Ach je, da sind wieder diese explodierenden Kopiergeräte. Ja, so weit, so gut. Bisher mache ich mich nicht so schlecht, wie es scheint. Aber das ist auch mal wieder eine relativ lange Strecke, wie es aussieht. Und hier ist eine fiese Kurve. Da ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich erst einmal den Turbo wieder rausnehme, damit ich nicht sofort runterfliege. Aber ich bin gespannt. Das wird noch nicht die letzte Überraschung gewesen sein. Ach je, das sieht fies aus. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber für Gold reicht es noch lange nicht. Ich glaube, ich probiere jetzt hier einfach mal durchzubrettern, weil so richtig schlimm wirken diese verschiedenen Kopiergeräte nicht auf mich. Ja, ich kann da sogar relativ geschmeidig reinfahren und die machen mich nicht kaputt. Also werden wir hier mit doch einem größeren Tempo mal durchballern. Vielleicht ein bisschen mehr driften als sonst und dann hoffe ich, dass wir vielleicht schon hier die halbe Miete dabei haben. So, schön Turbo aufbauen, dann auch diesen Booster nutzen, rüberspringen und halbwegs mittig fahren. Und ist es Gold? Natürlich, wunderschön. Zwei weitere Level noch. Naja, das lief doch bisher gut. Och nö, nicht wieder Giraffen. Mein Trauma beginnt hier schon wieder aufzusteigen. Naja, schauen wir mal, was wir dagegen tun können und wo überhaupt die Karte ist. Da hinten. Ja, es bringt mir ja gar nichts, hier irgendwie die Leertaste zu drücken, dann hupe ich nur. Das ist also eh egal. Aber die Karte, die ist hier. Ja, sehr schön. Oh mein Gott, bitte, bitte lass mich nicht runterfallen. Das wäre sehr, sehr charmant. Und wir haben immerhin schon mal die Karte. Das ist doch ganz gut. Dann werde ich mal probieren, so schnell wie möglich zu der Ziellinie zu kommen. Und ja, wir werden natürlich das Areal, wo die Karte war, komplett ignorieren. Und dann eben versuchen, schnell einfach nur da durchzuheizen. Ich denke, das sollte gar nicht mal so schwierig werden. So viele Kurven gibt es dann ja nicht und damit ist das Gold auch schon wieder unseres. Na, haben wir es noch einmal mit Gugu Gaga zu tun? Jawohl. Turn past, smash it, crash.
Schon wieder ein Smashy Crash, aber ich weiß gar nicht, was er da von mir will. Weil ich habe da nichts Schlimmes gesehen, aber natürlich sind hier ganz schön heftige Kurven dabei. Das ist vielleicht eher das Problem gerade. So, bisher sind wir noch heil. Das ist gar nicht mal übel. Und dann nur noch schnell darüber. Oh weh, armer kleiner K. Aber er war zu langsam. Wer hier wagemutig durchbrettern will, der kann durch die verschiedenen Flüssigkeiten fahren. Denn irgendwie, egal ob es jetzt Öl ist oder Wasser, K fährt da einfach danach erstmal schneller für einen Moment. Und das hat Vor- und Nachteile. Klar, die hohe Geschwindigkeit ist ja super, generell für so ein Rennspiel. Aber, und das ist der große Nachteil, K wird auch unkontrollierbarer und kann damit schneller kaputt gehen. Ihr seht aber trotzdem, auch hier haben wir es auf Gold geschafft. Mit knapp 29 Sekunden. Wir sind aktuell die Besten in dem Level. Sogar absolut. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Und das freut mich doch mal enorm. Und ich glaube, so können wir auch diesen Bereich gerne mal abschließen. Ja, wir haben hier natürlich noch mehr. Aber diese Herausforderung ist wohl durch. Oder ist hier noch irgendwas? Nö. Aber wie komme ich denn jetzt zurück? Vielleicht erzählt uns dieser Bär etwas? Auch nicht. Irgendwie komisch inszeniert. Aber hey, okay. Ich gehe wieder an den Anfang in die Starthöhle. Und dann schauen wir, was es als nächstes gibt. Ah, verrückter Wind. Mach dich bereit, damit du nicht umgepustet wirst. Okay, davon habe ich in dem Buch zwar gar nichts gelesen, aber okay. Wir schauen uns wohl genau das hier beim nächsten Mal an. Macht es gut und einen wunderschönen Tag.